Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112, der Feuerwehrsimulation. Wir sind weiterhin hier in Frankfurt zu Gast bei der Feuerwehr. Okay, hier steht Müll an der Mur. Wahrscheinlich bei den Leuten hier nicht der Zug, ja. Aber wir sind weiterhin zu Gast in Frankfurt an der Main. Hier sieht man es, Frankfurt an der Main. Und wir sind in den letzten Einsätzen zweimal lustigerweise mit dem... das war's nicht. Warte mal. Nö. P. Oh, nö. Das war der Helm. Wir sind das letzte Mal zweimal hintereinander Kev-Einsätze gefahren. Ganz cool. Und wir haben jetzt einen kleinen Flächenbrand. Da rückt natürlich wieder Frankfurt an der Main aus. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2. Sag nicht, ich komme hier schon wieder nirgends runter, oder? Oh Mann. Wie ich mich hier einfach immer verlaufe hier. Ah. Ist der RTW-Platz. So, ist zwar ein bisschen ein weiterer Weg, den ich jetzt gerade laufe, aber ist ja nicht so tragisch. Ja, dann übernehmen wir mal den Einsatz. Wir sind da die... Oh, drei. Opa. So, ist der Kollege schon da? Oh, der ist schon da. Servus, Christi. Oh, da mal, Leute. Schauen wir mal, ob wir das Getröte anmachen müssen jetzt gerade. Wollen die Nachbarn ja nicht... die aufhängen. Aber hier wird es jetzt nicht anders gehen. Nur zu gut, da waren wir gerade mit Kev in der letzten Folge. Ah, wir sind am Ansatzpunkt und wir gehen natürlich nicht dran. So. Jetzt auf. Oh, Wassermarsch, Kollege, Wassermarsch. Sauber löscht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ich weiß nicht, gerade ein bisschen nervt ist. Ich weiß, gerade nicht mehr. Das war eine Kiste. Ja, eine super Taschenlampe. Und schalten können. Ja gut. Einsatz haben wir auch wieder fertig, können wir wieder abbrechen. So, jetzt will ich nicht mehr kommen da zu euch. So.
muss ich zwischendurch was trinken. Bin ich da gerade ein bisschen verschluckt? So, dann sind wir jetzt da. Können wir wieder einparken. Ich glaube, ich stehe jetzt nicht so weit da oben. Oh ne, jetzt fängt es zum Regnen auch wieder. Ah, easy cheesy lemon squeezy. Wir sind wieder frei. Aufwache. Ah, geht's wieder doof. Ja. Wie gesagt, wir sind in Frankfurt an der Main. Wenn ihr Bock habt, euch diese Skins runterzuladen im Steam Workshop von Notruf 112, gibt es die komplette Collection. Danke dafür auch nochmal an die Macher und an die Einsendungen, die ich bekommen habe. Finde ich echt cool. Ey, zeigt euch mal meinen Skin. Ich habe 5 verschiedene Skins noch von Zürich für die schweizerische Kollegas bis zu, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, nicht wann, noch haben wir schon gehabt. Auf jeden Fall kamen noch 2 Einsendungen. Diese werde ich auf jeden Fall auch euch noch präsentieren und werde euch die zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall weiter so. Danke für die Unterstützung auch. Und dann warten wir auf den nächsten Einsatz. Und wir machen uns jetzt mal jetzt gemütlich hier. So, erstmal einsetzen. Das ist so. Ja. Zu den Skins können wir mal kurz mal die Rettungssanitäter ansehen. Die sehen ein bisschen komisch aus, die Rettungssanitäter. Ist das Frankfurt? Das kann man ja gar nicht lesen, ey Leute. Jonathan FWA. Hallo Jonathan. Gut, das kann man mal nicht lesen. Staffelführer, das hört sich auch wieder an. Staffelführer. Also so Gruppenführer und so kenne ich, aber Staffel. Sag mal. Haben sie das jetzt eigentlich gefixt? Oh, die haben das gefixt. Es regnet nicht mehr drinnen. Oh. Ach du Heilige. Ich möchte die Drehleiter fahren. Achtung, Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW LF24. DLK 2312 TLF 1 RTW 1. Eine Melderalarm. Und das bei diesem Wetter, das kann nichts Gutes bedeuten. Was hat sich jetzt alle geflogen oder so?
Das schaut ganz nach Feuerwehrmann aus. Neues Geräusch. Nicht ganz gut. Mit Atemschutz drin, Kollege, natürlich. Gut, ein wunderschöner Fehlalarm. So, wieder einfahren. Der Kollege sitzt auch schon wieder drin. Am Heimweg. Die Polizei fährt auch schon heim. Gott sei Dank nur ein Fehlalarm, Leute. Das wäre jetzt natürlich ein Einsatz gewesen. So, wir haben jetzt gespielt. Ich habe schon festgegessen. Ich packe ein bisschen Einparkkünstler des Jahres 2000 oder 1990 oder so. Ah, wir sind wieder zurück. Einsatz gehabt. Eieiei, Dienstag 5.05 Uhr in der Früh. Immer nur Einsätze hier. Das ist Wahnsinn. Aber wenigstens war es ein Fehlalarm. Zum Glück. Weil das will man ja nicht. So. Mag ihr euch? Ja, war eine Fehlalarm. Aber schnell wieder daheim. So. Dann kann man sich schon mal hinsetzen und wir warten auf den wunderschönen Bericht, den wir noch bekommen. So. Aber ja, super, den gereist hat, ne? So, da war das nächste Auto wieder hier. Auf, dass die restlichen auch mal schneller kommen. Ah, da haben wir schon den RTW. Das Telef. Meistens da immer der RTW. Jetzt lassen wir uns nochmal ein bisschen anregnen. Oh, schön. Das dynamische Wetterchen. Ja. Noch immer kein Befehl. Halleluja, dauert das schon wieder. Ah, jetzt. So, haben wir wunderschön gemacht. Ja, liebe Leute, das war's auch wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Lasst es mich wissen, wenn ihr irgendwas Neues sehen wollt.
Natürlich hoffe ich, dass auch die anderen Care-Fans jetzt noch dazukommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.